Hi Leute, ich bin Albert von WindowsArea.de und wir haben hier HPs Z-Space. Das ist ein 3D-Monitor, mit dem ich ja praktisch 3D arbeiten kann. Also es ist ein bisschen schwer zu erklären. Wir haben hier im Display Infrarotsensoren und hier auf der Brille ebenfalls Sensoren, die dem Display sagen, wo sich die Brille befindet, beziehungsweise damit, was der Träger sehen will. Bewegt man also die Brille auf und ab, dann verändert sich auch der Inhalt des Displays entsprechend, dass der Nutzer einen anderen Blickwinkel auf die Objekte am Display hat. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ja, diese Erzen hier auf mich zubewege, dann ist das, dann sehe ich das Objekt natürlich größer und ich sehe es tatsächlich so, als wäre es, als würde das Objekt tatsächlich auf mich zukommen. Und um mal herzuzeigen, welche Einsatzbereiche man sich hier vorstellen kann, hat HP hier ein kleines Spiel entwickelt. Ich kann hier die Erzen zum Beispiel hier in dieses Portal da bewegen und komme dann zum menschlichen Herzen bzw. zur Lunge. Und ihr seht hier, ich kann die herumbewegen mit diesem Stift. Ich habe hier verschiedene Optionen und also ich kann mir doch durchaus vorstellen, dass das für manche Medizinstudenten praktisch sein kann, wenn man sich das hier so ansehen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier einfach so aufstehe und mir das von oben ansehe, dann bekomme ich einfach einen anderen Blickwinkel dazu und ich kann das hier herumdrehen. Es ist relativ einfach damit zu interagieren. Es ist ja auch ziemlich logisch, weil man sieht das alles praktisch in 3D hier. Und dann kann man das bewegen und es ist dann schon ein bisschen gruselig, wenn ich das so auf mich zubewege. Für mich sieht das nämlich ganz anders aus, als ihr im Video sehen könnt. Denn die Objekte sehe und erlebe ich als Nutzer in 3D. So ein Herz in der Größe direkt vor der eigenen Nase kann daher direkt etwas beängstigend sein. Für jemanden, der allerdings eine Uhr gestaltet oder ein Smartphone designt, der kann jeden Millimeter dieses Produkts in Virtual Reality sehen und sich dadurch vermutlich viele Prototypen aus dem 3D-Drucker sparen. HP bringt mit dem Z-Space Virtual Reality nicht nur auf den Desktop, sondern ermöglicht auch die Kollaboration mit anderen Nutzern, die den Inhalt auch ohne Brille sehen können. Denn Zusammenarbeit bei einer Oculus Rift könnte beispielsweise so aussehen. Did you see that? No. HP hat schon einige Partner gefunden, die im Bereich der Medizin und der Bildung insgesamt knapp 50 Anwendungen erstellt haben. Doch das Unternehmen wünscht sich, durch den Z-Space auch mehr Kunden zu erreichen. Die gewünschte Zielgruppe sind Designer, Architekten und Ingenieure, die ihre Konzepte entwickeln und mit Hilfe dieses Displays perfektionieren können und sie dann ihren Kunden interaktiv vorstellen können. Das ist jetzt eine relativ simple Demo, aber ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass es einfach, wenn es ein bisschen weniger Comic-Style ist und wenn es tatsächlich in einer ordentlichen Grafik und Textur gemacht wird, dass dann auch das ziemlich anspruchsvoll aussieht. Wir haben hier einfach dieses Display, das zwei Panels hat. Ihr könnt euch das so vorstellen wie beim 3DS eigentlich. Funktioniert halt nur ein bisschen besser und sieht auch realistischer aus, muss ich sagen. Das ist ein zweites Panel einfach dahinter und deswegen sehe ich jetzt diesen 3D-Effekt. Betrieben wird das von einer Nvidia Quadro-Grafikkarte und einem Intel Xeon-Prozessor. Wie ich aber gehört habe, sind die Spezifikationen nicht ganz so anfordernd. Das heißt, es bedarf auch nicht einer unbedingt High-End-Hardware. So, das war es auch schon von mir und vom HPC Space. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.